Mario. Was ist denn mit Zimmer 17? Herr Budach? Was hast du gemacht? Ich nichts, nichts, gar nichts. Ich habe nichts gemacht. Du, die Polizei ist da. Aber ich habe nichts gemacht, gar nichts. Ich hat gerufen, Zimmer 17, und ich bin nur hingegangen. Warum sind Sie ihn raufgekommen? Weil er angerufen hatte. Die Telefonistin sagte, der ruft Zimmer 17, aber reden tut keiner. Nur so ein Atmen höre ich, so ein Geräusch oder sowas. Da bin ich sofort drauf. Sie haben nichts bemerkt? Ich habe nur gesehen, dass da Licht war über der Tür. Ja, wer wurde damit gerufen? Der Etagenkellner. Sie sind der Etagenkellner? Sie. Sie sind Italiener, nicht? Ja. Aber Sie sprechen ja wahrscheinlich Deutsch. Können Sie mich gut verstehen? Jawohl. Sie wurden zum Zimmer 17 gerufen. Kann sein, ich weiß nicht. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Ist das die Rufanlage hier? Ja. Können Sie mir erzählen, wie das funktioniert? Ja. Also es zoomt hier und dann gehe ich raus und sehe nach, ob Licht ist. Ah. Aber ich habe nicht gehört zoomen und ich habe nicht gesehen Licht, weil ich war nicht hier. Ich war auf dem Dach in der Kellnerwohnung. Sie waren also nicht auf Zimmer 17? Nein. Und wie kommen die Blutflecke hier auf Ihre Jacke? Bitte, meine Herrschaften, gehen Sie doch wieder an Ihre Arbeit, bitte sehr. Sei in Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo, così in terra. Taci. Oggi il nostro pane quotidiano con noi. So, kommen Sie. Chef, das Zimmer ist frei hier, da können wir rein. Ja, danke. Bitte sehr. Nehmen Sie das mit ins Präsidium. Glaubst du, dass er es getan hat? Ich war auf dem Dach in der Kellnerwohnung und dann ging ich runter und sah Licht in Zimmer 17. Und dann ging ich hinein und da lag er auf dem Boden und ist gekrochen. Und da habe ich gesagt, Herr Budach, ist was geschehen? Was ist? Und ich wollte ihm helfen, aufzustehen. Aber es ging aber nicht. Und er hat gesagt, Wasser. Und ich habe ihm gegeben, Wasser. Und dann erst habe ich gesehen, Blut. Era tutto pieno di sangue. Es war alles voll Blut. Ich war ganz verschrocken und habe gesehen, wie er sich hat hingelegt auf den Rücken. Und ich habe gesagt, Herr Budach, und er sah mich an und machte sich ganz lang und war tot. Und das ist die Wahrheit? Ja, das ist Wahrheit. Dann werde ich Ihnen mal die Geschichte weitererzählen. Budach war also tot. Und Sie taten Folgendes. Sie gingen an die Tür
schalteten das Signallicht aus, stimmt das? Ja. Obwohl Sie so erschrocken waren, vergaßen Sie nicht, das Signallicht auszuschalten, was doch in diesem Augenblick völlig unwichtig war. Ja. Dann öffneten Sie die Tür, auf dem Gang war niemand, dann sind Sie ins Kellner-Office gegangen und haben dort gewartet. Ja. Und als wir kamen, haben Sie geleugnet, in Zimmer 17 gewesen zu sein. Warum? Ja, warum haben Sie nicht gleich Alarm geschlagen? Warum haben Sie nicht gesagt, da liegt Herr Budach, dem ist was passiert? Ich weiß nicht, ich hatte Angst. Chef? Ja? Können Sie mal einen Moment kommen? Ja. Wovor hatten Sie denn Angst, wenn Sie nichts damit zu tun haben? Die Frau Hoster hat mir gerade gesagt, dass der Herr Budach mit dem Zimmerkellner Streit gehabt hat. Na ja, ich muss es doch sagen. Ja, natürlich, Sie müssen alles sagen, was Sie wissen. Ja, weil es ein Kollege ist. Also das ging seit einer Woche hat der Herr Budach mit dem Zimmerkellner Streit gehabt. Worum ging es eigentlich? Wegen der kleinen Simon. Das ist das Zimmermädchen, die war mit dem Zimmerkellner befreundet. Ah. Schon länger? Sie sind verlobt, sagt er, es geht mir von ihm aus. Ihr ist das egal. Sie nimmt das nicht so genau, aber er. Aber weiter, der Herr Budach hat das Zimmermädchen also eingeladen. Naja, der Herr Budach hat gesagt, sie soll doch da bleiben abends, wenn sie gekommen ist, das Bett gemacht hat. Er hat Sekt spendiert. Er war ganz verrückt auf die Simon. Und sie hat sie belästigt? Belästigt? Oh nein, er wollte was von ihr. Hat's eben probiert. Naja, bei der probieren sie es ja alle. Ich weiß auch nicht warum, aber sie probieren es eben. Wie hat denn der Mario darauf reagiert? Er hat dem Budach gesagt, er soll das Mädchen in Ruhe lassen. Er war ganz außer sich. Was heißt das? Na ja, krank vor Eifersucht. Und irgendwelche Drohungen oder Tätigkeiten? Wissen Sie, ein Kellner kann da wenig machen, ein Gast. Budach, der hat ihn rausgeschmissen. Ich war gerade auf dem Gang, ich hab's gesehen. Ich hab gesagt, ach Mario, nur ärgere dich doch nicht, wegen der doch nicht. Aber er war überhaupt ganz, konnte gar nichts sagen, er war kreidebleich. Wo ist Fräulein Simon jetzt? Auf ihrem Zimmer. Ja? Hat er es zugegeben? Was zugegeben? Ich meine, war er es? Er sagt, er war es nicht. Ja, aber Sie haben ihn doch festgenommen. Nein, wir haben niemanden festgenommen. Fräulein Simon, wir haben ein paar Fragen an Sie. Ja. Sie sind mit dem Kellner Mario Colani befreundet. Befreundet, ja. Aber nicht so, wie er denkt. Und wie denken Sie darüber? Sind Sie verlobt mit ihm? Verlobt? Sagt ihr das? Aber er liebt Sie. Ist das richtig? Kann man das sagen? Ja. Haben Sie ein Verhältnis mit ihm? Auf diese Frage brauchen Sie nicht zu antworten, wenn Sie nicht wollen. Nein, habe ich nicht. Was ist zwischen Ihnen und Herrn Budach gewesen? Was soll das schon gewesen sein? Hat er Sie auf sein Zimmer eingeladen? Hat die Frau Horster das erzählt? Ja, also stimmt es oder stimmt es nicht? Ja, es stimmt. Und was war mit dem Mario? Was war zwischen ihm und Herrn Budach? Das weiß ich nicht. Ich meine, hat er ihm eine Szene gemacht? Hat er ihn bedroht? Ich weiß es nicht. Geweint hat er. So, Herr Kommissar, hier ist das Kellnerzimmer. Die Italiener wohnen hier. Die wollen so wohnen, die zahlen ja nichts dafür. Jedenfalls so gut wie nichts. Könnten es sich ja gemütlich machen, aber sie tun es nicht. Wo ist denn hier die Decke von dem Tisch? Die war doch noch da. Ich weiß nicht, wo die ist. Wo hat der Mario Colani sein Bett? Das weiß ich nicht. Da hinten. Und sein Schrank? Ja. Warum ist der denn offen? Und wenn er nun gestohlen wird? Was soll denn gestohlen werden? Er hat ja selber nichts. Alle haben Schlösser bekommen. Wo ist das da geblieben? Vielleicht ist das gestohlen worden, Herr Heinitz. Wie heißen Sie? Kubelke. Würden Sie uns bitte alleine lassen, ja? Ja, bitte, bitte, ganz wie Sie wollen. Sie arbeiten noch? Ich muss. Sie wohnen noch hier? Ja, das ist mein Bett. Das ist mein Schrank. Es wird immer weniger, was man zum Schluss besitzt. Wie gut kennen Sie den Colani? Guter Junge. Herr Kommissar, Sie erlauben, dass ich mir meine Strümpfe anziehe. Ja, bitte. Und wenn mir jemand sagt, der hätte einen Menschen umgebracht, dann sage ich, nein. Nein, der nicht. Herr Kommissar,
Wie ist der Herr Budach eigentlich umgekommen? Messerstich. Nein, das kann der Mario nicht. Hat Kolani ihn von Budach erzählt? Ja, der Mann hat sich an die kleine Simon rangemacht. Na, manche Gäste denken, sie können sich ja die Zimmermädchen ranmachen. Machen ihnen Versprechungen, machen ihnen Geschenke und all sowas. Naja, die Herren sind von auswärts und allein, da kann man das ja verstehen. Und wie hat der Kolani reagiert? Er hat gesagt, bitte, hat er gesagt, ich bitte Sie herzlich, hat er gesagt, lassen Sie das Mädchen, das ist mein Mädchen, machen Sie nichts mit dem Mädchen. Ja, und bitte Sie sehr. Was hat er Ihnen so genau erzählt? Ja, wir schlafen da hier nebeneinander und da kommt man so ins Gespräch. Ein kleiner Italiener, Herr Kommissar, den tritt man doch bloß in den Hintern, den nimmt man doch gar nicht ernst. Sie mögen Italiener? Ja, ich mag sie. Sie sind freundliche Leute, höflich und freundlich. Und zu leben verstehen die, da kommt unser einer gar nicht mit. Was hat eigentlich der Budach mit dem Kolani angestellt? Ach, der hat ihn ganz schön schikaniert. Den andauernd gerufen, da war doch der Etagenkellner. Er hat ihn gerufen und wieder weggeschickt und wieder gerufen. Mal war das Bier zu warm, dann war das Wasser zu kalt, dann war das Obst nicht frisch genug. Das kann man ganz gut an Menschen wie einen Affen behandeln. Ja, das hat der Herr Budach gemacht und hat gewartet. Worauf gewartet? Gewartet darauf, dass der Mario was sagt, dass er was macht und dass er sich dann beschweren kann und dass der Kellner dann gefeuert wird. Und da hat er seine Fassung verloren? Nein. Ziemliches Kunststück, was? Aber der Kolani, Herr Kommissar, der hat ein Mittel gegen seine Verzweiflung. Der betet. Und einer, der vorher betet, Gott hilf mir, der braucht nachher nicht zu beten. Gott verzeih mir. Herr Kommissar, da stellt sich jetzt eine Frage. Was machen wir mit dem Kolani? Nichts. Nichts weiter rauszubekommen. Ja, der Mann kann nicht länger hierbleiben, wenn Sie ihn nicht mitnehmen. Nein, wir nehmen ihn nicht mit. Wieso, Sie nehmen ihn nicht mit? Aber wir können den Mann nicht länger im Hotel halten. Warum nicht? Ja, wir können doch unseren Hotelgästen nicht zumuten, sich von einem Mann bedienen zu lassen, der unter Mordverdacht steht. Unter Mordverdacht? So weit sind wir noch lange nicht. Wir haben lediglich ein paar Fragen zu klären und dabei sind wir. So, und ich habe ihn gekündigt. Ich glaube nicht, dass Sie damit durchkommen werden. Dann muss ich darauf bestehen, dass der Mann das Zimmer nicht verlässt. Es darf im Hotel schließlich niemand erfahren, dass er noch hier ist. Ja, bitte, das ist Ihre Sache. Ich danke Ihnen, Herr Kubelke. Komm. Sie gehen, Herr Kommissar? Warum gehen Sie, Herr Kommissar? Es passiert qualcosa, siamo sempre noi di me. Budak, ma cosa ho detto ieri al ristorante? Ha dato una buona mano. Come si chiama il cliente? È meglio ci andiamo da questa Germania. Si guadagna poco, si guadagna. Poi io pago 200 marchi al mese di camera. Anche se impossibile. Quando è successo la colpa sempre la nostra. Io domani vado in stazione, faccio il biglietto, primo treno che c'è. Sono stufo. Wie alt war der Herr Budak? 49. Und woher kam er? Aus Düsseldorf. Beruf Kaufmann ist vor 8 Tagen gekommen und heute Morgen zurück. Wer wohnt da nebenan? Nebenan? Hm? Da müsste ich nachfragen. Ja, tun Sie das bitte. Warum wollen Sie denn das wissen, Herr Kommissar? Hat er viele Gäste empfangen? Hat er Besprechungen gehabt? Und das weiß ich nicht. Da müsste man die Telefonistin fragen. Den Portier, die Pagen. Ich glaube, er hat auch einmal ein Konferenzzimmer bestellt. Ah. Ja, wo suchen Sie denn den Mörder, Herr Kommissar? Vielleicht unter unseren Gästen? Ich brauche eine Liste von allen Leuten, mit denen er Kontakt gehabt hat. Ja, das mache ich schon, Chef. Kommen Sie bitte. Sie glauben nicht, dass es der kleine Kellner war? Wie ist Budach gestorben? Messerstich. Messerstich in die Brust. Ja. Und was ist das Merkmal aller Leidenschaftstäter? Sie handeln in größter Erregung. Sie verlieren die Kontrolle vollständig über sich selbst. Wenn Sie schießen, dann schießen Sie das ganze Magazin leer. Und wenn Sie ein Messer haben, dann stoßen Sie immer wieder darauf zu. Und immer wieder und immer wieder. Ja, ich weiß. Und hier wurde einmal zugestoßen und das mit Kraft. Der Mann war völlig kaltblütig. Der wollte töten. Und das soll unser Kellner gewesen sein? Ja, ich weiß, Chef. Trotzdem. Trotzdem ist der Junge dran. Es ist bewiesen. Er war zur Tatzeit im Zimmer. Er hatte blutverschmierte Hände. Er hat sich davongeschlichen wie, ja, wie der Mörder sich selber davonschleichen. Und außerdem, er hatte einen Grund, Budach umzubringen. Nee, der Junge ist dran, der steckt in der Tinte.
Chef? Ja? Wir haben ein paar Namen, Leute, mit denen Budach sich getroffen hat. Ganz ausgezeichnete Leute. Ja, Geschäftsleute und ein paar Gäste des Hotels. Ja, dann prüfen wir die Einzelheiten nach. Gleich für den Büro. Wollen Sie die alle verhören? Ja, haben Sie inzwischen festgestellt, wer da nebenan wohnt? Ein gewisser Mills. Mhm. Der Mann ist krank, er liegt im Bett. Er muss da sein, er war die ganze Zeit da. Der Mann hat ausdrücklich sagen lassen, bitte keine Störung. Ja, bitte? Herr Mills, ich muss Sie leider einen Augenblick stören. Na, endlich kommt überhaupt mal jemand. Sagen Sie, was ist denn los da nebenan? Ist da etwas passiert? Ja, Ihr Nachbar ist ermordet worden. Was? Ermordet? Um Himmels Willen. Entschuldigen Sie vielmals, ich kann mich nicht rühren. Wissen Sie, die Pflegerin, die hat mir nämlich, hat mich in heiße Tücher gewickelt. Ja, bleiben Sie ruhig liegen. Ich bin Kriminalkommissar Keller. Oh, sehr, sehr angenehm. Mein Name ist Mills. Wie lange liegen Sie schon? Och, nun, den ganzen Tag eigentlich schon, nicht? Aber nicht zu meinem Vergnügen. Und haben Sie was gehört? Gehört? Sie sind gut. Ein Laufen und ein Rennen und ein Türenschlag. Oh. Naja, das meine ich nicht. Haben Sie was von dem Mord gehört? Ich meine, haben Sie Streitigkeiten gehört oder hat jemand geschrien? Ja, ich höre sehr viele Geräusche hier. Aber wissen Sie, in der Hauptsache die Autos da vorm Haus, vom Hotel. Wo kommen Sie her, Herr Mills? Ich? Aus Hannover. Geschäfte? Gott, Sie können Urlaub sagen, nicht, wenn Sie wollen. Und wann werden Sie da wieder ausgewickelt? Oh, ich nehme an, eine halbe Stunde. Nee. Herr Kommissar, darf ich Sie was fragen? Sagen Sie, wie ist denn der Herr daneben an umgekommen? Messerstich ins Herz. Ein Kellner kommt in Frage. Ach, ein Kellner? Und wissen Sie doch schon, wer? Ist es vielleicht der Etagenkellner? Ja. Was? Der kleine Italiener? Oh, ist ja ausgeschlossen. Wieso sagen Sie ausgeschlossen? Ja, der bedient mich doch andauernd. Och, das ist so ein ganz harmloser Mensch, Herr Kommissar. Ja, da haben Sie bestimmt den Falschen. Könnten Sie mir vielleicht ein bisschen den Schweiß abtupfen? Ja, aber natürlich. Irgendwas ist komisch. Mhm. Weiß bloß noch nicht was. Was kostet eigentlich ein Zimmer hier? Eben. 60, 70 Mark, die langen ganz schön hin. Haben Sie den Anzug gesehen und die Hausschuhe am Bett? Der Mann passt hier nicht rein. Sie haben eine eigene Pflegerin hier? Ja, Frau Schenk. Wollen Sie sie sprechen? Ja, ja, der Herr Mills. Als ich zu ihm kam, sagte er, Frau Schenk, ich habe Fieber. Mindestens 39. Na, sagte ich, ob Sie Fieber haben, das wollen wir erst feststellen. Er hatte Fieber, 39. Hm. Ja, sagte ich, da ist es wohl am besten, ich hol den Arzt. Was, was? Sagt er, den Arzt, aber um Gottes Willen, ich muss nur schwitzen. Ich versuchte ihm das auszureden, aber er bestand darauf. So hat mich nämlich meine Mutter immer kuriert, sagte er. Und bis jetzt hat sie es geschafft, ich lebe noch. Und dann haben Sie ihn also eingewickelt, oder? Ja. Na ja, also besten Dank, Frau Schenk. Aber bitte sehr. Moment, Herr Kommissar, darf ich mal fragen? Beziehen Sie etwa tatsächlich Herrn Mills in Ihre Überlegungen ein? Ja, aber das muss ich doch. Der Mann hat nebenan gewohnt und es gab eine Verbindungstür, also muss ich zu einer Sache nachgehen. Aber der Mann kann sich doch überhaupt nicht rühren. Eben, das musste gerade festgestellt werden. Ach, Herr Heinitz, Sie können mir da helfen. Das ist eine sehr dringende und wichtige Sache. Es handelt sich um einen Mitarbeiter von mir. Er ist kein Kellner, man sieht es ihm an. Also ich sehe es ihm sofort an. Er ist kein Kellner. Ja, wieso denn nicht? Ich kriege einen unheimlichen Durst, wenn ich ihn sehe. Hallo Sie, bringen Sie mal ein Bier. Ja, da erhebt sich natürlich eine Frage, Chef. Wie ist es mit Trinkgeldern? Darf ich die annehmen? Ja, selbstverständlich, wenn du abends mit uns abrechnest. Hm. Keine Ahnung vom Servieren. Ein Kellner ist eine Fachkraft. Was soll er eigentlich machen? Na, Ihnen fehlt doch ein Etagenkellner. Wer ist denn da? Na, fragst du. Ich lass dich nicht rein. Ich lieg schon im Bett. Geh weg von der Tür. Was soll ich denn machen? Das ist deine Sache. Sag du ihm, dass er weggehen soll. Es geht mich nichts an. Mario? Geh weg, Mario. Ich kann mich doch jetzt nicht mit ihm sehen lassen.
möchte bloß wissen, was? Was du mit dem Budach gehabt hast. Ach, mit dem. Du warst eine Stunde weg gestern. Ich hab dich nicht gefunden, niemand hat dich gefunden, niemand wusste, wo du warst. Der Mario hat dich nämlich gesucht. Frau hat er gesagt. Wo ist Andrea, Frau? Warst du bei Budach? Ach, lass mich doch zufrieden. Wie schaffst du das bloß, dass dir alle nachlaufen? Mit deinem dünnen Hintern, den du hast. Du sollst mich zufrieden lassen! Leg dich doch schlafen. Kannst du nicht immer so rumlaufen. Wer hat jetzt deine Etage? Du sag mal, ich kenne mich im Office nicht aus. Kommst du mal mit runter? Aber der darf doch nicht raus hier. Na komm. Hier ist der Block mit den Rechnungen. Und das sind die Gläser. Und hier ist alles für das Frühstück, Butter und so weiter. Und das ist die Marmelade. Ah, Zimmer 18, Herr Mills. Er darf keinen Alkohol trinken. Ja, warum denn nicht? Ja, weil er ist krank. Er ist alles kaputt, die Leber. Ja? Na nun, wer sind Sie denn? Ja, ich bin der neue Etagenkellner. Aha, kommen Sie mal her. Sagen Sie mal, was ist denn eigentlich mit dem italienischen Kellner da? Ja, der hat die Etage abgegeben. Ah, so. Sie wissen, was da passiert ist, ne? Ja, der mocht niemand. Na, ich kann Ihnen sagen, das war eine Sache. Ich liege hier bis zum Hals eingemummelt, nicht wahr? Kann mich nicht rühren und da passiert dann sowas. Ne? Übrigens, sagen Sie mal, den Italiener, den haben die mitgenommen, ne? Nein. Was nicht? Ach, okay, gehen Sie mal doch bitte mal das Handtuch da, ja? Bitte? Dankeschön. Sagen Sie, könnten Sie mir vielleicht mal den Italiener herrufen? Ich möchte nämlich gerne mal sprechen, nicht? Oder wissen Sie was? Lassen Sie es sagen. Bringen Sie mir erstmal einen Whisky, aber einen großen, nicht? Kein Wasser und kein Eis. Ja, aber Mario hat mir gesagt, Sie dürften gar keinen Alkohol trinken, Sie seien krank. Was, das hat er gesagt? Ja. Den wollen Sie an den Kram? Dann sagt er zu Ihnen noch, ich dürfte keinen Alkohol trinken. Das verrückt sowas, nicht? Aber das kann ich Ihnen sagen. Die italienischen Kellner, das sind die allerbesten auf der ganzen Welt. Ja, aber jetzt mal einen Whisky, nicht? Den brauche ich nämlich jetzt. Bitte, wie Sie wollen. Ich habe nämlich eine völlig kaputte Leber, wissen Sie? Och, wie schön, dass Ihnen das egal ist. Geht Ihnen das Gefühl dafür völlig ab? Wie bitte?
ob Ihnen das Gefühl dafür völlig abgeht. Lass mich doch mal konzentriert zuschauen. Da ist jetzt der Herr Kroll, Herr Kommissar, der Herr, der mit Herrn Rübach zusammen das Konferenzzimmer gemietet hat. Kommissar Keller? Ja. Kroll ist mein Name. Ich höre, Sie wollten mich sprechen. Guten Tag, Herr Kroll. Das ist mein Mitarbeiter, Herr Grabert. Sehr erfreut. Danke. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, ich hatte eine Besprechung mit Herrn Budach vor 2 Tagen. Rein geschäftlicher Art. Sie haben gehört, was passiert ist? Danke. Das hat sich im Hotel herumgesprochen, mehr ein Lauffeuer. Wie lange kannten Sie Herrn Budach? Ich kannte ihn gar nicht. Er ließ sich bei mir melden. Ich baue ein Ferienzentrum an der griechischen Küste. Hotels, Bungalows, Restaurants. Herr Budach bot mir an, sich zu beteiligen. Mit viel Geld? Nein, 1 Million. Ja. Das ist aber schon ganz schön, was? Ist es zum Abschluss gekommen? Wir standen kurz davor. Ach, dann ist aus dem Geschäft gar nichts geworden, ne? Nein. Wie oft waren Sie mit Herrn Budach zusammen? 3-4 Mal. Einmal im Konferenzraum. Dann haben wir zusammen gegessen. Ja, auch hier waren wir. Er trank gern. Auch sowas sah er gern. Ein amüsanter Mann. Statt zu leben. Schade, ich hätte gern mit ihm zusammengearbeitet. Haben Sie gesprächsweise, ich meine, so ganz nebenbei erfahren, ob er irgendwelche Schwierigkeiten hatte? Schwierigkeiten? Ja. Nein. Der Mann hatte keine. Bin ich aufgefallen, dass er welche hatte. Hm. Wie gesagt, ein angenehmer Mann. Sein Tod hat mich natürlich sehr überrascht. Kann ich Ihnen sonst behilflich sein? Nein, ich glaube nicht. Danke, Herr Kroll. Sie entschuldigen mich dann. Bitte schön. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, ich schaffe das jetzt schon. Kannst du euch aufgeben? Dankeschön. Gute Nacht. Was machen Sie denn hier? Senor? Ich denke, Sie sind festgenommen. Warum sind Sie nicht festgenommen? Nein, ich bin nicht. Sie haben doch den Budach umgebracht. Nein, Senor. Ich habe selbst gesehen, wie Sie mitgenommen wurden. Nein, Senor. Wer war denn das? Herr Ratzimmer 20. Trinkt den Kaffee sehr stark und ihm 2 Eier im Glas. Ja, wer ist denn der Mann? Kennst du ihn näher? Nein. Ja, bitte. Sind Sie jetzt der Italienkellner? Ja, bitte. Habe ich da jemanden ganz anderen gesehen? Diesen Italiener? Ja, der hat die Etage abgegeben. Das ist abgegeben? Das sind Untersuchungen im Gange. Ach so, Sie meinen sicher den Toten von Zimmer 17? Ja, ja. Bringen Sie mir ein Bier. Ja, gerne. Aber nicht so kalt. Jawohl. Sagen Sie, hatte man nicht Grund, den Kellner für den Mörder zu halten? Ja, ich weiß nicht, was vorliegt. Er darf das Haus nicht verlassen, das weiß ich. Ich war dabei heute Mittag, als der Mann abgeführt wurde. Er stand eindeutig unter Mordverdacht. Kommt hier rum. Ja, soll es eine Beschwerde sein? Ich meine, sollte ich vielleicht der Direktion aber sagen? Aber nein, nicht so. Die Polizei muss ja wissen, was sie tut. Geht mir ja auch nichts an letzten Endes. Also ein Bier. Und nicht zu kalt. Ja, in Ordnung. Ah, wie lange kann denn das dauern? Ja, ich bin hier. Ja, auch wenn es spät wird. Was? Nein, Spaß macht mir das nicht. Fragt auch noch, ob mir das Spaß macht. Was war das? Wegen Mills in Hannover, die rufen gleich beim Revier an, ob da was bekannt ist. Aha. Was ist mit Budach, Düsseldorf? Ja, das läuft ja, ich warte auf Antwort. Na, dann nimm gleich was Neues auf hier. Oh. Kroll, Johannes Martin, nach Hoteleintragung ist er in Johannesburg geboren. Johannesburg, soll ich vielleicht da anrufen? Aber nein, wohnhaft gibt er an, ist er in Hamburg. Was ist über den Mann bekannt, was weiß man? Wollt ihr vielleicht das alles auch noch heute Nacht wissen? Ja, Rehbein, sein liebes Mädchen. Wissen Sie eigentlich, wie lange wir jetzt schon sitzen? Nein, aber du wirst es mir sagen. Exakt 1 Stunde. Ich meine, ich bleibe hier gern noch eine Weile. Also mir gefällt's. Aber worauf warten wir eigentlich?
Moment ist nicht viel los, Chef. Niemand will was von mir. Und Mills? Und er scheint zu schlafen. Ach, na ja, dann schließ mir noch mal das Zimmer 17 auf. Ja. Bitte, Herr Kommissar. Danke. Der Mörder kommt herein. Er ist im Zimmer und er sticht Buda. Ja. Was passiert dann, Walter? Ja, der Mörder verschwindet. Und Budach schleppt sich an die Tür. Er drückt den Knopf, um Hilfe zu rufen. Und dann schleppt er sich ans Telefon. Er hebt den Hörer ab, aber er hat keine Kraft mehr zu reden. Und vor dem Badezimmer bricht er zusammen. Tja, vielleicht hat er wirklich neben dem Telefon die tödliche Verletzung erhalten. Der Mörder verschwindet dann und Budas Kraft reicht aus, um den Hörer abzuheben und sie reicht sogar noch aus, um sich zum Badezimmer zu schleppen. Und Sie meinen, sie reichte nicht mehr aus, um sich zur Tür zu schleppen und Hilfe zu rufen? Was soll der arme Mann sonst noch getan haben mit der tödlichen Verletzung? Ja, aber der Kellner wurde gerufen. Ach so. Ja, natürlich. Der Mörder. Der Mörder hat den Kellner gerufen. Ja? Ja, ach, sagen Sie mal, was ist denn da nebenan los? Da ist doch jemand im Zimmer. Ja, die Polizei ist da. Ach nee. Was wollen die noch? Ja, keine Ahnung. Ist es eigentlich? Ist es schon Mitternacht? Hören Sie was? Wenn der Mörder den Kellner gerufen hat, aus welchem Grund? Da gibt es zwei Möglichkeiten, Walter. Der Mörder wollte, dass Budach so schnell wie möglich Hilfe bekommt. Oder... Ja, aber dagegen spricht doch die Kaltblütigkeit, mit der der Mord verübt wurde. Na ja, da gibt es noch die andere Möglichkeit. Ja. Der Mörder hat den Kellner gerufen, weil er ihn am Tatort haben wollte. Er wollte ihn belasten. Mhm. Aber das würde natürlich bedeuten, dass der Mörder gewusst haben muss, dass Budach etwas mit dem Zimmermädchen hatte. Ja. Und er muss gewusst haben, dass der Kellner eifersüchtig war. Komm, Walter. Was wird denn da gesprochen? Ich kann nichts verstehen. Ich glaube, Sie sind eben rausgegangen. Ach, sehen Sie doch mal nach, wer da war, nicht wahr? Und was Sie da gewollt haben. Was in dem Zimmer los sei. Wirkte ziemlich aufgeregt. Was, er hat uns gehört? Ja, anscheinend. Das Wort haben wir doch gar nicht gesprochen. Ja, dann sag ihm, du hättest gehört, wir würden noch mal das Zimmermädchen vernehmen. Ja. Ja? Warum haben Sie sich denn angezogen? Sie sind doch krank. Ach, sagen Sie mal, haben Sie gehört, was die da wollten? Nein. Aber Sie haben sich erkundigt, wo Sie das Zimmermädchen finden können. Das Zimmermädchen? Wieso ein Zimmermädchen? Keine Ahnung. Aha. Warum haben Sie sich denn angezogen? Wollen Sie noch weg? Weg? Nö, ich bin nirgendwo hin. Wieso, ich habe jetzt lang genug gelegen. Holen Sie mir vor allen Dingen jetzt mal einen Whisky. Ohne Wasser und ohne Eis? Ja, der Italiener war besser als Keller. Aber Sie lernen das noch. Geben Sie mir doch mal meinen Rock aus dem Schrank, bitte. Das da? Ja. Danke. Halt mal einen Moment. Ja. Ich hole das für Sie. Das ist ja ein Hunderter. Ja. Stecken Sie noch einen. Nee. Oder wollen Sie nicht? Ja, für was ist denn das? Na, dass Sie ein bisschen auf mich aufpassen. Da drin ist doch ein Mord geschehen. Nicht? Na, Täter haben Sie noch nicht. So ist es doch, ne? So ein Italiener hätte den längst eingesteckt. Ja gut, ich komme gleich. Ich muss mich nur anziehen. Wir können es natürlich auch morgen machen. Nein, es macht mir nichts aus. Gut, wir warten in der Bar auf Sie. Ja. Na, jetzt geht's ja wohl doch noch an den Kragen, was? Mich
muss wissen, was die von mir wollen. Die wollen wissen, was du mit dem Budach gehabt hast. Ich weiß auch nicht, warum. Clarence? Ja. Sagen Sie, ist das nicht eins Ihrer Zimmer, Mädchen? Ja. Mit wem sitzt du denn da? Was sind denn das für Leute? Das sind Herren von der Kriminalpolizei. Excuse me for a moment, please. Mach vor, von mir ist das, was ich am Ende. Ich fange doch nichts mit Gästen an. Das darf ich doch gar nicht. Fliege ich doch raus hier. Na ja, schon gut. Ich wollte ja nur etwas von Ihnen wissen. Haben Sie jemals die Einladung von Herrn Budach angenommen? Und hatte Ihr Freund, der Mario, der Kellner, also bitte verstehen Sie mich jetzt recht, Grund zur Eifersucht? Überhaupt nicht. Na ja, ich war in dem Zimmer von Herrn Budach. Er hat mich eingeladen. Wir haben ein bisschen Sekt getrunken. Wann war denn das? Gestern Abend. Ja, aber deshalb muss er doch nicht einfach reinkommen, oder? Wer? Der Kellner? Ja, kam einfach rein, ohne anzuklopfen. Hat einfach aufgeschlossen. Kam herein wie ein Verrückter. Naja, der dachte natürlich, wer weiß was. Und dann stand er dumm im Zimmer rum und wusste nicht, was er sagen sollte. Weil wir nämlich nicht allein waren. Moment. Das erzählen Sie bitte nochmal. Ja, wir waren nicht allein. Da war noch so ein Geschäftsfreund von Herrn Budach im Zimmer. Was, es war noch jemand im Zimmer? Wissen Sie, wer der Mann war? Haben Sie den Namen verstanden? Hieß er vielleicht Kroll? Ja, ich glaube ja. Zahn bitte. Was wollten Sie denn von ihm? Sie haben mich nach dem Herrn von Zimmer 17 gefragt. Wir geben doch keine Auskunft über Gäste. Los, verschwinden Sie jetzt. Zimmermädchen haben nichts in der Bar verloren. Nein, es ist ganz ruhig. Und der kranke Herr Mills? Ja, das ist ganz komisch. Er ist völlig angezogen, sitzt auf seinem Zimmer und trinkt Whisky. Was macht Cole? Ja, der ist auch auf seinem Zimmer. Ach ja, der hat mich gefragt, warum der italienische Kellner nicht festgenommen ist. Sie sind nicht allein? Nein, das ist Herr Fink. Wir hatten eine geschäftliche Unterredung. Ach, das Ferienzentrum in der Türkei? Griechenland. Ja, sprechen wir morgen weiter. Wir haben ja keine Eile. Ich rufe Sie an. In Ordnung. Gute Nacht. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, danke. Um 9 Uhr. Guten Nacht. Ja, meine Herren. Womit kann ich Ihnen noch dienen? Herr Kroll, wir haben gerade erfahren, dass Sie gestern Abend bei Herrn Budach im Zimmer 17 waren. Ja. Sag Ihnen doch, ich hatte mit dem Mann zu tun. Und das Zimmermädchen Fräulein Simon war ebenfalls anwesend. Dieser Budach versuchte sein Glück bei ihr. Habe ich Ihnen denn nicht gesagt, was für einen Eindruck ich von dem Mann hatte? Nicht ganz seriös. Ja, und dann kam also der Kellner herein. Ja, der Mann war völlig außer sich. Er starrte Budach an, war kreidebleich. Budach sagte, Nanu, habe ich Sie gerufen? Drehte sich zu mir um, habe ich den Kellner gerufen? Ich sagte, das ist nicht, dass ich wüsste. Der Kellner sagte immer noch nichts.
macht einen verzweifelten Eindruck wie jemand, der reden will und kann es nicht. Und Budach sagte zu dem Mädchen, bitte gehen Sie raus. Ja. Das Mädchen ging raus. Und zum Kellner sagte er, Sie bleiben. Dann ging er um den Kellner herum. Der Mann zitterte am ganzen Leibe. Sie kommen einfach rein. Sie klopfen hier mal an. Soll ich das melden? Soll ich unten anrufen? Und Bescheid sagen, ja? Werde von einem eifersüchtigen Kellner belästigt? Er tat mir leid. Ich fand das nicht richtig, was Budach mit ihm anstellte. Er provozierte ihn. Er legte es deutlich darauf an, dass dieser Mann seine Nerven völlig verlor. Er sagte, das Mädchen ist nichts für Sie. Die habe ich heute Abend noch in diesem Bett, wenn ich will. Jetzt verlor der Kellner den Nerven. Schneller, als ich es erzählen kann, ein Messer in der Hand. Ein Messer? Ein Messer, ein feststehendes Messer. Wir waren wie vom Donner gerührt. Budach war blass wie die Wand. Ich wagte kaum zu atmen. Ja, und der Kellner stand da, starrte Budach an, aber er rührte sich nicht. Und dann sagte er plötzlich, verzeihen Sie bitte, entschuldigen Sie bitte. Legte das Messer weg, ging raus. Herr Koll, das ist eine sehr wichtige Aussage. Ja, warum machen Sie sie erst jetzt? Ja, hatten Sie denn man nicht schon festgenommen? Ja, und weiter? Ich meine, was geschah weiter? Irgendwas muss doch passiert sein. Was hat Budach gemacht? Hat er nicht die Geschäftsleitung angerufen? Ich hatte den Hörer schon in der Hand. Da sagte Budach, nein, lassen Sie. Ich nehme das nicht ernst. Es schien ihm Spaß gemacht zu haben, dass der Kellner seine Nerven verloren hatte. Budach war fast vergnügt. Ja, er lachte. Er konnte sich gar nicht beruhigen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Wie meinen Sie? Ich sagte, ich glaube Ihnen kein Wort. Gegen seine Aussage, wenn er sie so macht, komme ich an. Außerdem, auf mich wirkt er völlig glaubwürdig. Darf ich Sie bitten, sich zur Verfügung der Polizei zu halten? Was heißt? Keine plötzliche Abreise. Herr Fink ist nicht auf seinem Zimmer. Steht sofort fest, wer der Mann ist, der vorhin bei Kroll war, ja? Ja, Fink oder so hieß er. Naja, ob er Hotel wohnt, was er macht, der Mann ist sehr wichtig. Na, endlich. Hast du etwas herausgefunden? Ganz interessant, Chef. Also zunächst Budach. Ja. Und jetzt werden Sie sich wundern. Der ist vor genau 6 Wochen aus dem Zuchthaus entlassen worden. Der hat 12 Jahre gesessen wegen Bankeinbruch. Kriege ich nichts? Hm? Die Beute ist nie gefunden worden, aber sie beträgt ungefähr 1 Million. 1 Million? 1 Million, Chef. Und Kroll? Kroll, der besitzt ein Reiseunternehmen in Hamburg und der baut tatsächlich ein Ferienzentrum in Griechenland. Ist aber nicht vorbestraft. Von wem haben wir da noch? Milz, ja. Milz, das ist ein kleiner Ganover aus Hannover. 18:18. Das ist wieder Milz. Ein kleiner Ganover. Aus Hannover. Ja? Wer ist da? Der Etagenkellner. Ich habe Ihnen 100 Mark gegeben. Wollen Sie noch mehr haben? Wofür denn? Ich habe meinen Koffer gepackt. Ich will weg. Warum wollen Sie denn weg? Mitten in der Nacht? Ja, mir gefällt es hier nicht mehr, wissen Sie. Ich kann auch nicht schlafen. Ich kann überhaupt bestimmt nicht mehr schlafen. Und dann der Mord daneben an? Nee. Ja, was soll ich tun? Wollen Sie mir den Koffer runterbringen? Und wollen Sie meine Rechnung bezahlen? Was wollen Sie machen? Ich warte hier, bis Sie wieder zurückkommen. Und dann gehe ich auch. Also hier ist der Koffer und hier ist das Geld. Ja, warten Sie mal. Ich muss mal sehen, ob ich überhaupt von der Etage wegkomme. Ja. Ich sage Ihnen Bescheid. Gut. Herr Kommissar möchte Sie noch mal sprechen. Was, mich? Mhm. Wozu denn? Ich sehe, Sie wollen fort. Du heißt über Kopf. Warum? Ja, wissen Sie, Herr Kommissar, es ist wegen dem Mord daneben an. Mhm. Ja. Ich habe ein bisschen viel Fantasie. Mhm. Und also ich kriege das nicht aus dem Kopf raus. Ich kann machen, was ich will. Ja, das kann ich gut verstehen, denn Sie haben ja mit dem Mord was zu tun. Was habe ich? Ach, Kommissar,
Sie wollen mich wohl erschrecken, was? Ja, was kann Sie noch erschrecken, Herr Mills? Seien Sie mal ehrlich, wie oft haben Sie in Ihrem Leben mit der Polizei zu tun gehabt? Was wäre ich? Ja. Ich habe mir Auskünfte eingeholt in Hannover. Auskünfte? Ja, also wir beide brauchen uns nichts vorzumachen. Ja, warum holen Sie denn Auskünfte ein in Hannover? Weil im Nebenzimmer ein Mord verübt wurde. Und weil der Täter hier aus diesem Zimmer gekommen sein kann, durch diese Tür. Durch diese Tür? Oh, Herr Kommissar, Sie werden doch nicht glauben, dass ich... Na ja, so gut, Herr Kommissar, schön. Was hab ich aber schon getan, nicht? Glücksspiel, nicht? Gezinkte Karten. Nicht? Meine Tante, deine Tante, ein bisschen Betrügerei, ein bisschen Diebstahl. Einmal war es ein Einbruch, nicht? Und dann bin ich fast gestorben, vor lauter Aufregung. Und dann, ja, es waren alles kleinere Sachen, Herr Kommissar. Nicht? Für größere Sachen, da fehlt mir einfach, ja, wie soll ich jetzt sagen, das Format, nicht? Wer hat Ihnen gesagt, fahr nach München im Zimmer 18? Bestehe auf Zimmer 18. Zimmer 18? Nee, ich habe das Zimmer genommen, was die mir gegeben haben. Wie gesund sind Sie, Herr Mills? Wie meinen Sie bitte? Haben Sie oft Fieber? Ach, ja. Nee, so ab und zu mal, nicht? Natürlich. Ein alter Knastbruder wie Sie, der weiß doch, wie man ins Krankenrevier kommt, wenn man da hin möchte. Was? Das bisschen Fieber ist ja gar kein Problem, nicht wahr? Was haben Sie genommen, Herr Mills? So was. Mit was haben Sie sich gespritzt? Ihr Fieber, Herr Mills. War das Alibi zu einem Mord? Oh, Herr Kommissar, ich meine, Sie wissen doch ganz genau, Sie haben mich doch gesehen. Ich habe doch da gelegen, ich konnte mich doch gar nicht rühren. Herr Kommissar, Sie wollen mich doch erschrecken, was? Herr Kommissar, ein Mensch, der sich nicht rühren kann, wie kann denn der zu dieser Tür laufen? Wollen Sie nicht ein Geständnis ablegen? Ich habe gar kein Geständnis abzulegen. Was denn für ein Geständnis? Also, ich höre nichts von Ihnen. Ich wüsste nicht, was. Na gut, dann bleiben Sie hier. Aber verlassen Sie auf keinen Fall das Zimmer. Also was sagen Sie dazu? Traut mir einen Mord zu? Mir? Also da muss ich jetzt einen Whisky haben, ein großes Glas. Ja. Nee, kein Glas, eine ganze Flasche. Den trinke ich jetzt auf den Mörder Mills. Mörder. Ist doch verrückt, sowas. Wo wollen Sie denn hin? Ja, Sie wollen doch den Whisky. Bleiben Sie hier. So. Oder holen Sie doch den Whisky. Ja, ich warte hier so lange, ja? Also der Ewald Fink kommt aus Hannover. Er ist am selben Tag hier angekommen wie Budach und Kroll. Und ja, und Mills. Ach, Harry. Hm? Lass die Mills auf keinen Fall aus den Augen. Nicht eine Sekunde lang. Ne? Er hat einen Whisky bestellt. Ja, dann mach schnell. Der Mann ist in Lebensgefahr. Wo wollen Sie denn hin? Och, ich wollte nur so. Herr Mills, gehen Sie wieder zurück auf Ihr Zimmer. Ja. Ja, wenn Sie wünschen, Herr Kommissar. Ja, ja. Mhm. Wo ist denn dieser Fink? Der sitzt mit Kroll an der Bar. Wisst Bescheid. Alles in Ordnung, Chef. Darf ich mich setzen? Danke. Ein aufregender Abend, nicht wahr? Aufregend? Was meinen Sie? Ich habe schon viele Leute verhört und sehe auf den ersten Blick, ob einer Nerven hat oder keine. Sie haben keine. Auf einmal haben Sie keine Nerven mehr. Verstehe ich nicht. Verstehen Sie? Ja, er ist nervös. Und Sie sind es nicht? Nein. Sie kommen aus Hannover, ne? Ich sehe, Sie haben sich schon erkundigt. Danke. Ja, ich habe mich nur ganz oberflächlich erkundigt, vorerst. Ja, ich komme aus Hannover. Sie kennen einen Herrn Budach? Ja, wir sind zusammen nach München gekommen. Herr Budach und Sie? Hier. Darf ich Sie das fragen, Herr Kommissar? Bitte, ja. Sie haben sich nach Budach erkundigt? Ja, ich weiß, dass er 12 Jahre im Zuchthaus gesessen hat und dass eine Million fehlt. Ich habe mit Budach lange in einer Zelle gesessen. Ach. Hätten Sie es morgen nicht sowieso erfahren? Das ist wahr, ja. Budach sagte mir, er habe eine Million anzulegen, ob ich ihm helfen könnte. Ich sagte,
Ja, ich weiß einen Mann, der ein Ferienzentrum in Griechenland baut. Und der Gedanke gefiel ihm? Ja. Schade, dass ein eifersüchtiger Kellner uns das Geschäft vermasselt hat. Darf ich Sie fragen, wo die Million ist? Irgendwo in der Schweiz. Niemand, der sie abheben wird. Soll ich Ihnen jetzt die Geschichte erzählen? Haben Sie eine andere? Ja. Budach hat die Millionen bezahlt und dann haben sie ihn umgebracht. Aber Herr Kommissar... Für Budach war das heißes Geld die Millionen. Und Griechenland gefiel ihm, Ausland. Natürlich musste er ein Risiko eingehen. Denn naturgemäß konnte er keine notariell beglaubigten Verträge geben. Sie hatten also seinen Scheck oder seine Vollmacht und dann haben sie ihn umgebracht. Jetzt machen Sie mich doch langsam nervös. Wer soll Budach ermordet haben? Und wann und wie? Tja, wann und wie? Das ist die Frage. Aber Sie werden eine Antwort bekommen, da bin ich ganz sicher. Ich darf Sie bitten, sich zur Verfügung der Kriminalpolizei zu halten. Guten Nacht. Aufpassen jetzt. Aber Herr Kommissar, was wollen Sie denn eigentlich noch von mir? Ich will Sie nur noch einmal fragen, ob Sie mir jetzt die Wahrheit sagen wollen, sonst sage ich sie Ihnen. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. Vor kurzem kam ein gewisser Fink zu Ihnen und sagte, hör zu, ich habe ein fabelhaftes Geschäft für dich. Du brauchst gar nicht viel zu tun, nur nach München fahren und in einem bestimmten Hotel ein bestimmtes Zimmer mieten. Und an dem Tag, den ich dir angebe, da wirst du krank werden. Du wirst Fieber bekommen, du wirst deine Schwester holen und dich in heiße Tücher wickeln lassen. Wieso denn? Und genau so geschah es heute Vormittag. Sie lagen da, sie rührten sich nicht, sie konnten sich ja gar nicht rühren, aber sie waren nicht allein. Herr Fink war nämlich mit hier, hier in diesem Zimmer. Und er ging durch diese Tür in Zimmer 17. Er tötete Budach und kam durch diese Tür wieder zurück in ihr Zimmer und wartete nur darauf, dass er es ohne Gefahr verlassen konnte. Aber Herr Kommissar, was reden Sie denn da? Herr Mills, Sie sind der Einzige, der weiß, dass Fink einen Mord begangen hat. Walter, er steht auf. Na, endlich. Ja? Geben Sie auf, Fink! Verdammt, warum du?